Ladies and Gentlemen, Russik Pupsik ist am Start und heute mal wieder mit einem neuen Video, Leute. Und heute gibt es ein richtig krankes Experiment. Ich habe das ganze Experiment von Max gesehen, Leute, und dachte, ich fordere ihn heraus, denn wir werden heute nicht über Baumstämme fahren, sondern über Bowlingkugeln von Insel zu Insel. Und die Frage ist, welches Fahrzeug wird es schaffen? Wird es vielleicht der Bus schaffen? Oder diese Bagger? Oder vielleicht auch dieses Riesenrad, Leute? Wir lieben es alle. Oder die Toilette? Wir sind auf jeden Fall gespannt. Und wenn ihr gespannt seid, dann lasst erstmal ein dickes Däumchen da. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Und mein Gegner ist natürlich heute Max. Was geht? Was geht ab, du Schlingel? Also Max, ich denke, du bist heute bereit für eine kleine Revanche. Eine kleine Revanche, oder? Ja, safe. Und deswegen würde ich sagen, wir starten direkt mit dem Random Vehicle. Jeder spawnt eins und dann geht's direkt los, mein Freundchen. Deswegen 3, 2, 1, let's get ready to rumble. Ich hab ein Motorrad. Oh, ich weiß okay, nicht. Wir wissen ja schon, dass es nicht so nice ist. Naja, ist jetzt nicht das Beste, aber guck mal, deins dann. Mach mal erstmal deins jetzt. Du hast große Klappe, warte. Aber nicht. Ja, okay. Okay, ich fahr mit Boot rüber. Weg dann, weg. Oh, so ein Oldtimer. Das ist ein Königseck, glaube ich, ne? Ein Königseck, Alter, ja. Alter, aber so ein bisschen älterer. Ich glaube aber, du hast auf jeden Fall bessere Chance. Ich fange einfach mal an mit meinem Motorrad. Fang mal an, ja. Leute, mit dem Motorrad cruisen wir. Let's go. Schöner Jump, schöner Jump, schöner Jump. Okay. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Nein, ich bin übelst weit gekommen, Bruder. Bis zu 10. Oha, das ist gut. Das bis zu 10. Warte ganz kurz, ich muss mein Motorrad rausfischen. Ich glaube, der ist da irgendwo dazwischen hängen geblieben oder ist er untergegangen? Ich am besten direkt immer mit F2 rausgegangen. Okay, so direkt weg, zack. Okay, du kannst jetzt kommen, Max. Du kannst kommen. Alles gut. Oh, let's go. So, okay. Bis zu 10 ist zu tun und du bist bei der 7 und du tust es dir schon richtig schwer. Bitte 7 bist du einfach mitgegangen. Damit steht es 1:0. Und die erste Auswahl ist hier hinten. Komm mal her bei dem Baggern, mein Freundchen. Die erste Frage ist, nimmt man entweder diesen Bagger mit der Riesen... Ich nehme die Riesenwalze, ich sag dir ehrlich. Ja, ich glaube, ist, glaube ich, besser. Weil ich glaube, die Walze ist wie so ein... perfekt, ich Bowlingkugel die Walze durch die Bowlingkugeln. Weißt du, ich meine... Verstanden? Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Und da ich einfach gewonnen habe, fange ich einfach direkt an. Es ist ein bisschen Slow-Battle, weil bis wir überhaupt da hinkommen. Guck mal, wie langsam wir sind. Alter, ey, man wird doch direkt untergehen. Okay, ich bin jetzt echt gespannt. Das Ding ist auch richtig schwer, Leute. Aber können wir die Führung aus... Ja, du bist gut. Auf der ersten Kugel untergegangen, oder? Ich bin bei der... habe die dritte Kugel auf jeden Fall berührt, aber ich glaube... warte, die eine Kugel ist gerade irgendwie weg. Das war ungefähr kurz vor 2, also 1,5, sage ich mal, ne? Warte kurz. So, okay, Max, dann bist du dran. Schaffst du es, weiterzukommen als ich? Ich bin echt gespannt. Go. Leute, ich sag, ihr schafft es nicht so weit. Okay. Okay, du bist ja so langsam, Max. Ich komm mit. Alter. Also es ist schwer zu sagen. Ich glaube, wir sind einfach beide komplett abgekackt. Und deswegen würde ich einfach sagen, unentschieden, oder? Direkt, ja. Also, das war. Also ich hab's mir cooler vorgestellt. Ehrlich gesagt, cooler. Ja, die sind halt einfach schwer und langsam, die Dinger. Die brettern halt einfach direkt runter. So, und deswegen heißt es jetzt folgendermaßen: Ich spawn dir ein Fahrzeug, du spawnst mir ein Fahrzeug für den nächsten Punkt. 1:0 steht es. Und dein Fahrzeug für diese Challenge ist. Ein Formel-1-Wagen. Oh, interessant. Vielleicht ein kleiner Spoiler für das eine Formel-1-Battle. Oh, Lamborghini. Alter, ich sag dir ehrlich, echt interessantes One. Aber fang du jetzt diesmal mal an, okay? Wir schauen dir jetzt gemeinsam zu. Und deswegen wünsche ich dir jetzt viel Glück, Leute. Wir gucken jetzt aus Max seine Perspektive zu. Let's go, Leute. Max. Speed. Wow. Mitnehmen. Wow. Und gucken. Wow. Das ist so 10,5 hast du hier geknackt. Also 10,5, ja. Ja, es könnte schlechter sein. Ist nicht schlecht, sag ich mal, Leute. Auf jeden Fall was zum Toppen und wir werden jetzt erstmal das Ganze toppen, denn wir sind die Lambo Diablo GT. Wow, was ist das denn? Aha. Ich bin ein bisschen untergegangen bei kurz vor 7. Ich bin halt einfach so gestartet, es war nicht so nice, Leute, nicht so nice. Damit darfst du das nächste Fahrzeug aussehen. Ich bitte dich einmal hier zu kommen. Einmal das Fahrzeug von Gigans Madeira Fahrzeug. Und einmal das, ja, hier SWAT. Boah, das war eine richtig gute Frage. Ja, das ist so ein Offroad-Buggy, so weißt du, kennst du ja die Teile. Ja. Und das andere ist. Ich glaube, ich nehme trotzdem den Jeep, weil. Der größer ist. Wir haben ja gelernt, größere Fahrzeuge sind hier besser. Aber ich sag dir, ich glaube, der ist auch voll leicht hier, ne? Das Ding, ja, was ich habe. Ich weiß nicht, also ich bin mir auch nicht ganz sicher. Okay, ich bin gespannt, da würde ich sagen, fang einfach mal an. Es steht jetzt 1:1, deswegen, ja, deine Chance. Viel Glück, mein Freundchen.
1-1, Leute. Oh, der ist auf jeden Fall recht schnell, das ist gut. Okay, okay, der sieht gut aus. Der sieht stark aus. Der sieht stark aus. Ist das erste Fahrzeug? Das ist ein starker Run. Oh mein Gott. Starker Run. Das erste Fahrzeug. Wow. Herzlichen Glückwunsch, GG, an der Stelle. Oh, hab mich richtig entschieden. Also, da sieht man, dass die Sport auf jeden Fall gute Fahrzeuge hat. Jetzt komm ich, Alter, mit meinem kleinen süßen Offroad-Ding. Okay, Es war aber nichts, es war leider nur eine kleine, geringe 5 Punkte. Es steht 2-1 für dich. Und jetzt heißt es, 2 Fahrzeuge spawnen und eins davon aussuchen, mein Freundchen, für sich selber. Ich habe 2 Jump-Autos, Digga, bekommen. Wie krank ist das denn? Lol, aber das eine hat Boost. 1, 2. Ey, Bro, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, was ich da bekomme? Also, Alter, bitte. Ja, also das safe bis ganz zum Schluss. Also, wenn du damit nicht bis zum Schluss kommst, dann bist du Schmalspur. Also, ich sag dir ehrlich, ich will trotzdem... Du kannst springen und boosten. Selbst wenn du merkst, dass du nicht mehr weiterkommst, dann machst du Sprung, Digga. Das ist wirklich OP auch. Also, guck einfach, bam, Jump und dann noch Boost. Okay, Leute, aber... Soll ich einfach anfangen? Ja, fang mal an. Aber ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Soll ich direkt boosten? Soll ich direkt dingern? Ich glaube, ich weiß es nicht, so, weißt du? Ich darf auch nicht choken. Okay, gut von dir. Okay, ja. Sieht gut aus. Alter. So, ich versuche hier mal über die Kugeln zu jumpen. Alter! Alter, wie clean sah das gerade bitte aus mit dem Bro, Motorrad? Ich habe wirklich die perfekte Geschwindigkeit. Ich bin einfach immer so entspannt gejumpt. Okay, ich weiß nicht, wie ich das jetzt toppen soll, aber ich fange einfach mal an. Let's go, Leute! Boosten! Wow! Nein! Ey, durch den Boost bin ich ins Wasser, Dinge, weil ich an die Wand geklatscht bin. Und genau vor dem hatte ich Angst. Genau vor sowas. Ich hätte es locker geschafft, aber ich knall gegen die Wand und dann mach's. Das ist 3-1 für mich, ne? Alter. Aber ey, das sah so satisfying aus, wie du gerade auf dem Ding gejumpt hast. Das war wirklich satisfying. So, jetzt ist die Frage, nimmst du diesen fetten SWAT-Truck oder den Bus? Also ich sag dir ehrlich, es ist so schwierig. Gewichtstechnisch glaube ich SWAT-Truck schlimmer, Bus aber glaube ich langsamer. Gute Frage. Ich teste den SWAT-Truck, Digga. Okay, dann geh in den SWAT-Truck rein. Ich bin heute Busfahrer, Rusik-Pupsik. Ich würde sagen, ich fange einfach mal an. Okay, fang du an. Weil ich muss auch mal jetzt was machen, Leute. Ich hoffe mir mal, dass du dich falsch entschieden hast und der Bus irgendwie krass ist. 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6 und Ende. Also der Bus nur bis zu 6, mein Freundchen. Und du bist jetzt an der Reihe. Let's go, komm, zeig mal, was du drauf hast. Ey, ich sag dir, der SWAT-Truck sieht ziemlich nice aus und ich hab echt Angst. Komm, weil die SWAT-Fahrzeuge so gut funktioniert haben vorhin, dachte ich, wir machen hier nochmal ein bisschen SWAT-Action. Oh nein, oh mein Gott, das meinte ich doch. Es sieht zwar nice aus, aber ist deutlich schwerer. Und damit, das war so schwer. Ey, und damit steht es 3-2 und davor hatte ich wirklich Angst, Aber ey, nice, richtig cool. Und ich würde sagen, jetzt machen wir ein kleines Battle. 3 Fahrzeuge spawnen und man muss das größte, schwerste nehmen, so weißt du? Okay. Okay, nice. 1, 2, 3. Och nee, die G-Klasse wäre doch schon gut gewesen. Okay, deine 3 Fahrzeuge jetzt, mein Freundchen. 1, 2, 3. Oh. Ja, der Bentley. Ja, Bro, was denn da? Wo hast du ein schweres Fahrzeug? Guck dir mal bitte meins an. Das gibt's doch einfach gar nicht, Leute. Bentley. Ja, okay, ich fang an, ich werde reinchoken. Und ja, super. Die 3 habe ich erwischt. Ja, ey, das ist halt viel zu schwer. Was soll man machen? Weit werde ich allein fliegen mit dem Bentley. Ja, komm, dann fang mal an. So. Und let's go. Let's go, meine Friends. Ja, kein Problem. Let's go, meine Friends. Let's go, meine Friends. Aber so weit ist er auch jetzt nicht. Also so weit auch nicht, aber bis 5. Bis zu 5, dann ist auch Sense bei dem guten Herrn. So, okay, dann geht der nächste Punkt an dich. Es steht 4-2. Und du darfst das nächste Fahrzeug auswählen. Okay, jetzt die Frage. Nimmst du mit BMX so ein bisschen Jump-Action, aber nee, komm, ich nehme Motorrad. Also, Motorrad hat gerade so gut funktioniert. Motorrad hat gut funktioniert, aber vielleicht ist es ein gejabricktes Motorrad, das ist nicht so gut. Und ja, mal soll gucken. Ich einfach mal probieren? Ja, mach, let's go, komm. Mal gucken, ob du es jetzt mal so ein Jumper-Action schaust. Alter. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Oh nein, verkackt. Aber bei der 10. Du musst jetzt kurz man muss kurz dein Motorrad rausfischen, weil man fliegt runter. Also ich hab's rausgefischt, weggemacht. Jetzt komm ich, mein Freundchen. So, ich sag dir, ich geh den langsamen Hasen ein bisschen. Du musst gucken, dass du immer springst auf die Dinger. Oh.
bin genau dazwischen gesprungen. Was soll das denn? Ey, Leute, 5-2. So, Max, dann würde ich sagen, es ist jetzt 5-2, aber es ist Zeit für Random Vehicle. Jeder spawnt 3 Fahrzeuge und nimmt diesmal das Kleinste, das Schwächste, das Leichteste. So, weißt du, was ich meine? Deswegen 1-2. Okay, also übertreiben wir. Alter, was passiert bei mir? Wie viel soll man spawnen? 3. Ich habe hier gerade ein paar Sachen, die ich wegmachen muss. Ich habe wieder ein Boot bekommen, alles drum und dran. Oh, was bei mir das Kleinste? Ich glaube, der Sportwagen. Also bei mir bis jetzt schwierig zu... Ey, was... Bro, guck dir mal, was ist bei mir das Kleinste? Also guck dir das mal bitte an. Was habe ich für Fahrzeuge bekommen? Ja, der mit Schnee bedeckt ist. Ja, ey, was soll das denn? Guck mal, was ich, ich spawn 3 Fahrzeuge und krieg so eine Scheiße wieder. Das ist, in seiner eigenen Aufnahme verliert man irgendwie immer. Ey, das ist ja so nervig. Ich fange an mit dem Schneemobil, vielleicht durch die Schneeketten oder so. Ist das irgendwie so gechallbreakt der Bus? Okay, das sieht nicht schlecht aus. Besser als gedacht. Ja, also ich habe die 7 angekratzt. Ich bin bei der 7 gelandet, so mit meiner Schnauze. Hätte ich nicht gedacht. Ich sag dir ehrlich, das ist zu toppen. Okay, let's go. Einmal kickt irgendwie langsam, bist du. Okay, ja. Das Ding ist nicht so schnell. Nicht so schnell. Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, 5? Ja! Alter, du schaffst es nicht! Nein. Der Schneetruck ist weitergekommen. Ich, krass. Alter. Er hat wieder ein großes Fahrzeug. Krass, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, Leute. Aber ich kann das nächste Fahrzeug aussehen. Und hier haben wir die auch so entweder Riesenrad oder Golfkart. Ich nehme Riesenrad. Okay, das ist klar, natürlich. Ich weiß nicht, Bruder. Das Ding ist klein und langsam, also das Golfkart, das wird auch schnell. Ich würde sagen, ich fange einfach mal an mit diesem Riesenrad. Komm, ich hoffe, das harmoniert einfach. Okay, und... Ja, ist Bahn gegangen. Kurz vor 5, so... Ja, kurz vor 5. Also wenn du 5 schaffst, bist du auf der sicheren Seite. Okay. Und let's go! Oh, oh. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Du schaffst die 5. Also, ich bin über die 5. Du bist ganz knapp weiter als ich gekommen. Meine Güte, was? Krank. Damit steht es 6-3 und ich bitte dich jetzt ein Fahrzeug für mich zu spawnen und ich spawne eins für dich. Einfach 1-1. So, okay. Hier. Ja, ich gebe dir einen Sportwagen. Gib mir auch was Gutes. Ja, so, ey, Mann, was gibst du da mir? Da nehme ich, glaube ich, doch lieber den Sportwagen. Hey, Bro, Gangster, mein Bruder, Gangster, mein Bruder. Oh nein. Das ist doch hier der Gangster. Ey, guck mal, was ich kann. Guck mal, was kann? Oha, das ist Lowrider. So, das ist ein Lowrider, aber... Warte, ich fahre mal mein Auto ein bisschen hoch, glaube ich. Guck mal. Okay. Oha, okay. Das ist eigentlich schlau, das ist ehrlich. Neue Federung aktiviert. Okay, fang ich zuerst, ja, fang an. So, ich habe meine Federung schon mal aktiviert. Mal gucken, wie weit der Sportwagen kommt. 3, 4, 5... 6! Ja. Okay, 6 ja, hast du. Ist 6 so. Aber Ach und Krach, ne? Okay, mal gucken, ob der Lowrider die rausgefahrenen Reifen was bringen, Freunde. Vielleicht wippe ich hier durch. Oh, der geht gut. Der geht gut. Ich bin 6. Nein. 7. Nein. Ja, weiter. Ich bin weiter als du, Bruder. Stark. Drüber über die 7 sogar. Ey, ich sag dir ehrlich, ich glaube, die Reifen haben es getan. Das war's. Oh, und jetzt nächste Auswahl. OP-Truck oder ein anderer OP-Truck? Ich sag dir ehrlich, 2 OP-Trucks haben wir hier. Aber ich gehe mit meinem Oldschool-Lieblings-OP-Truck. Aber ich glaube, meiner ist zu schwer, Digga. Der wird untergehen. Ich bin echt auf deinen bin ich gespannt. Let's go. Wird untergehen. So, OP-Truck, Action! Und da ist es! Das nächste Fahrzeug, was ins Ziel schafft. Ja, Halleluja. Ich dachte, ich schaff's heute gar nicht, dahin zu kommen. Nur du. Aber nice, jetzt bin ich gespannt auf dein Fahrzeug. Deswegen bitte ich dich jetzt anzufangen. Let's go. Und komm. Aber das sieht auch ziemlich robust aus. Okay, der geht wie eine kleine Spinne. Oha! Wie eine Spinne. Ja, ich sagte doch 2 OP-Trucks. Hä? Krass, hätte ich nicht gedacht. Ja, ich dachte, Bro, der ist, geht direkt unter Bro, so einen Bagger. Bro, ich hab dir gesagt, 2 OP-Trucks, deswegen, alles gut. Krass. Immer noch 6-4. Immer noch 6-4 und damit würde ich sagen, Random Vehicle Battle. Jeder spawnt einfach ein Fahrzeug und geht damit in die nächste Runde. Oh, ich hab ein Dreirad. Oha, bin ich auch mal gespannt. Bin ich auch gespannt, man, was anderes. Ein normales Bummi-Auto. Okay, dann fange ich diesmal wieder an. Komm, let's go, hier mit dem Dreirad TT. Lelele, okay. Ich bin auf jeden Fall bis zu 5 gekommen. Bisschen weiter, aber 5 ist zu toppen für dich. Und komm, let's go. Ja, wichtig. Ja, nein. Vor der 5, ganz knapp vor der 5, gehst du unter und damit geht es 6-4, ne? 6-5.
6,5 sogar, oh. Okay, nächste Fahrzeuge, einmal das Batman-Fahrzeug und das Rocket-Voltage-Fahrzeug. Oh, beides. Jetzt ist die Frage, aber das Batman-Fahrzeug ist so ein bisschen größer, so, weißt du? Das ist länger, so, ja. Ich gehe gleich mit der längeren Serie. Ja, hätte ich auch genommen. Okay, dann würde ich sagen, ich fange einfach mal an. Hier kann aber ein Boost auch der Tod sein, ne? Wenn man falsch boostet. Man muss schlau boosten. Okay, let's go, Leute. Let's go. Nein! Das meinte ich! Ich bin gegen die 5 geboostet! Was ist das denn? Nein. Was ist das? Warte, ich bin auf der Höhe von. Ja, 4. 4. Okay. Ey, das ist so ein. Ey. Guck mal, ich zeig dir das jetzt. Schaust du mir zu? Ja, ich zeig dir jetzt, wie das geht. Du musst nämlich boosten, kurz bevor man auf die Kugeln kommt. Und zwar. Jetzt, mein Freund. Oh. Ja, aber du bist weiter auf jeden Fall. Du schaffst es trotzdem. Ey, das ist so schlecht. Das ist so. 7-5, Leute. Ich boost gegen die 5. Ach und krach. Fliegt dann, macht Breakdance, alles Mögliche. Und er macht einfach so locker flockig. Aber egal, ist okay, 7-5. Da würde ich sagen, wir machen jetzt Folgendes. Jeder spawnt sich 3 Fahrzeuge und darf sich aus seinen eigenen gespawnten für den Gegner eins auswählen. So, du? Ich gebe dir das Rentnermobil. Das Rentnermobil, was schon aussieht, als würde es komplett auseinanderbrechen. Genau das. Okay, da bin ich echt gespannt. Sehr spannendes Battle, so ein Clownsmobil. Ich weiß nicht, wie das abschneiden wird. Mein Auto ist auch eine Kugel, ey. Okay, ich fange mal einfach mal an. Aber dein Fahrzeug ist, da bin ich richtig gespannt. Okay, okay. Ja, ja, weiter. 4,5 feiern, Bruder. Da ist auch dann Sense. So, jetzt bist du dran, mein Freundchen. Let's go. Oh, komm, Kugel-Action. Sei einfach zu klein. 4,5. Du bist weiter. Du bist so weit wie ich. 4,5. Gleichstand. Gleichstand. Lol. Dann würde ich sagen, weil ich hinten nicke, darf ich auswählen als erstes einfach mal. Aber ich sag dir ehrlich, bei dem nächsten Fahrzeug, ich weiß gar nicht, was ich nehme. Also, auf eine Formel 1 sagen, das andere so ein breiteres. Ich nehme einfach mal das da. Habe ich. Okay. Weil ich glaube, vorhin hatte einer Formel 1 sagen. Mal gucken. War nicht so nice. Okay, dann fange ich an, ne? Mal ja, gucken, mal. Ob dieses komische Formelwagen besser ist und es springt bis zu 9,5. Was? Okay, ja. Du bist echt weit gesprungen. Wie ein kleiner Flummi. Dann darfst du jetzt anfangen, mein Freundchen. Ich versuche jetzt hier auch den Springer zu machen. Okay, let's go. Und Jump Action! Okay, nein, sieht noch besser aus. Nein, doch nicht. Nein, nein. Oh. Ja! Nein! Wichtig, 9,5 ist der Button für mich. Motor läuft noch, Motor. Jetzt Motor kaputt. Okay, gut. Es steht jetzt wie viel? 7-6. 7-6, sehr spannendes Battle. Dann würde ich jetzt sagen, 3 Fahrzeuge spawnen und diesmal eins für sich selber davon aussuchen. Da mussten wir so, also ich sag dir ehrlich, ich habe hier einmal Polizei, einmal so Soldatenfahrzeug und so einen alten Bugatti, den nehme ich jetzt auch einfach. Der alte Bugatti war das erste Auto, was ich gespawnt habe und das werde ich auch nehmen, Freunde. Ich nehme das Motocross. Okay, nice. Ist cool, dann fang mal an. Fang du diesmal an, mein Freundchen. Okay. Let's get ready to ramble. Okay, das springt gut. Alter, das flutscht und. Ja, schön abgerutscht, wichtig. 7. Ich bin stark. 7. Warte, ich hole das Motorrad direkt raus. So. Also 7 ist zu toppen, das ist machbar. Ist zu toppen. Let's go, Leute, mit dem alten Bugatti. Mit dem alten Bugatti! Ja, oh, ja, 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 ja. Also da bin ich sogar bis zu 9 gekommen, Leute. Starkes Battle und unentschieden, Bruder. 7-7. Und jetzt kommt wieder so ein Fun-Battle. Nimm man das kleine Fahrzeug oder nimm man die Toilettenschüssel? Gute Frage. Beide, glaube ich, nicht. Ich sag dir so, ich nehme die Toilettenschüssel, weil ich einfach da hoffe, dass die irgendwie ein bisschen größer ist und dadurch durchkommt. Oder irgendwie richtig fällt oder so. Oder das kleine Auto kann halt direkt. Okay, du fängst einfach mal an, komm. Ich bin echt gespannt auf das kleine Fahrzeug. Let's go. Es wird doch direkt hier in dem Wasser hängen. Das ist doch viel zu klein. Ja, das hoffe ich doch auch. Okay. Und tot. Stufe 1. Okay. Die erste Kugel. So, geschafft. Da bin ich auf jeden Fall gespannt, ob ich es schaffen werde, Leute. Komm schon. Ja, genau das. Okay. Aber wie. Guck mal, das war wirklich so wieder so einfach so ein Fun-Battle. Und einfach richtig entschieden, Leute. Einfach richtig entschieden. Damit steht es 8-7 für mich. Es ist jetzt Zeit für Random Vehicle, mein Freundchen. Und das heißt, 2 Spawn, 1 für sich aussuchen. Und dann musst du einen Punkt holen, sonst sieht's Magerquark für dich aus. 1. Oh. Oh mein Gott, ich hab. Ah, das ist doch so ein Flugmotorrad. Echt? Das ist das Flugmotorrad? Ja. Warte mal, kann es nicht kann einfach. Damit nur, auch normal fahren? Ja, kann man. Einfach nur boosten halt. Und okay, also ich flieg nicht damit. Weil sonst wirst du unfair, Leute. Ich fahre und booste nur.
Okay, bist du ready? Komm, mach. Durchgespielt, sagst du? Wow! Boah! Oh mein Gott, okay. Okay, also, ich hätte fliegen können, Flugmodus aktivieren, aber braucht man nicht das Ding, Rakete durch, mein Freundchen. Damit ist auf jeden Fall der Punkt gesaved, glaube ich. Oh, sei denn, du schaffst ihn. Let's go. Ich glaube zwar nicht, dass der Lexus hier so gut drüber schafft, aber let's find it out, man. Oha, an der Wand ein bisschen, aber... Nee. Jetzt baden gegangen. Schade. Jetzt baden gegangen bei 7,5. Damit geht der Punkt an mich. Und jetzt heißt es finale Runde. Also, du musst hier was machen, Bruder. Ich nehme jetzt, es sind zwei Limousinen, sehr spannendes Bett. Ich nehme aber diesmal, das Ding ist, die ist, glaube ich, schwerer, aber ein bisschen größere Reifen. Also, sehr spannendes Battle an der Stelle. Sehr spannend. Okay, mein Freundchen. Ich würde sagen, ich fange an. Jetzt, wenn ich den Punkt hole, dann habe ich auf jeden Fall das Battle hier sicher gewonnen. Sicher nach Hause gebracht, Leute. Ich kann ja noch ausgleichen. So. Oha, die geht gut. Ich marschiere durch. Ich bin durchmarschiert. Boah, stark. Also die Limo, die Hammer-Limo marschiert da komplett durch, mein Freundchen. Und deswegen bin ich echt gespannt. Let's go. Komm, normale Limo, du musst jetzt hier auch mal was reißen. Okay, normale Limo. Oh, kommt schon, schwanken. Das sind die Räder. Sieht nicht so nice aus, Leute. Und hier seht ihr die Fahrzeuge, die es heute geschafft haben. Richtig geiles Experiment. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein dickes Däumchen da. Checkt auf jeden Fall Max ab, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und bis zum nächsten Video. Ciao.